Hallo zusammen, willkommen in mein neues Video hier auf meinem YouTube-Channel. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem Video hier auf meinem YouTube-Channel. Heute erzähle ich euch über die mazedonische Folklore bzw. der mazedonische Tanz. Los geht's und viel Spaß dabei. Ich habe schon mal gesehen, dass solche das vorherige Video sehr, sehr gefallen hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt ein bisschen detaillierter über Nordmazedonien zu erzählen. Und ja, dann fangen wir mal an. Und zwar erstmal erzähle ich euch, welche Tänze so populär in Nordmazedonien sind und ja, wir haben das sogenannte Horo oder halt Oro. Ist ein normaler Tanz, der halt bei vielen Hochzeiten getanzt wird. Und ja, auf Serbisch heißt es Kovo und ist ein sehr, sehr, sehr schöner Tanz. Ich habe euch ein paar YouTube-Videos gefunden, wie halt Oro oder halt Kovo aussieht und werde euch unten in der Infobox schreiben. Ja, dann haben wir, ehrlich zu sagen, die albanische Tänze. Halt, unsere mazedonische Tänze kommen tatsächlich aus Albanien. Und die albanische Tänze gibt es halt in Albanien, Serbien, Nordmazedonien. Dann haben wir noch Kosovo, Griechenland. Und zwar in Griechenland bei den Arvaniten und in Italien bei den Aberesch. Die Arvaniten und Aberesch sind eine Volksgruppe, die aus Albanien kommen und leben halt längere Zeit in Griechenland und in Italien. Dann haben wir der Kucek oder halt auf Mazedonisch heißt es Čoček. Es ist ein Tanz, der vor allem aus der Türkei kommt, aber ist auch sehr populär in Nordmazedonien, Albanien, Bulgarien, Rumänien, Kosovo und der ganze Osmanische Reich, halt Ostasien. Und alle möglichen Länder aus Ostasien. Ja, dann haben wir viele, viele mazedonischen Sembo. Und ja, da haben wir einmal der Schnelle und Pajduškoro. Pajduškoro ist vor allem ein bisschen weicher als schnelles Oro und ja, für alle möglichen Oros habe ich YouTube-Videos gefunden. Ihr könnt die anschauen, halt dort ausprobieren, wie man tanzt und ja. Dann erzähle ich euch, wie die Männer und wie die Frauen angezogen sind. Und zwar, die Frauen tragen halt Kleider, die in der Farbe weiß sind. Die haben verschiedene Muster, sagen wir halt so orientalische Muster, in der Farbe rot-schwarz. Dann tragen die halt braune Brusthalter, weiße Strumpfhosen und braune Schuhe oder die heißt auf Mazedonisch Opinci, kann man so sagen. Ist ein bisschen ein lächerliches Wort, aber
ist sehr, sehr interessant. Und die Männer tragen weiße Hemden, braune Hosen und braune Schuhe oder Opinsi. Außerdem, die tragen auch braune Brusthalter, so wie die Frauen. Ja, wenn euch noch mehr über Spoko interessiert, habe ich euch viele, viele Links gefunden, die ich euch unten in der Infobox schreibe. Und dann könnt ihr alles über erfahren über Folklore. Es hat eine Sendung gegeben bei NDR über Nordmazedonien. Die haben vieles gezeigt, ganze Kultur, Tradition, die Menschen und so weiter und so weiter. Die Sendung war im September 2019 oder 20 und ihr könnt ruhig anschauen. Der Link findet ihr unten in der Infobox. Ja, ansonsten haben wir noch viele Tänze, aber jetzt sind die sind so die Tänze, die sehr, sehr, sehr populär sind und die am meisten getanzt in Nordmazedonien sind. Ja, das war's mit diesem Video von mir hier auf meinem YouTube-Channel. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, lasst ihr einen Daumen nach oben, schreibt ihr unten in die Kommentare, abonniert ihr meinen YouTube-Channel und aktiviert ihr die Glocke, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Ansonsten danke ich fürs Zusehen, einen schönen Tag wünsche ich euch noch, bleibt gesund, passt auf euch gut auf. Und wir sehen uns dann diesen Donnerstag mit einem neuen Video von mir hier auf meinem YouTube-Channel. Bis dahin, mach's gut. Ciao.